Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel in Kalthafen. Ach komm, das reicht jetzt halt mit diesen komischen Ankündigungen. Wir sollen Ifrith töten, den örtlichen Gefängnisaufseher, der irgendwie leider irgendwie von einem Beholder bewacht wird, was ein bisschen unpraktisch ist, weil ich unmöglich beides gleichzeitig töten kann. Mir fällt gerade auf, ich kann den Beholder auch einfach vorher raus weghauen, dann ist das natürlich auch kein Problem. Das macht es natürlich erheblich einfach, vor allem wenn das Vieh voll ist, mit die Treppenstufen weghaut. Ich will gar keine Sorgen darum machen, dass es mir schon ist, was mir doch schade. Aber wahrscheinlich kann ich Ifrith aussaugen. Oder stellt sich gleich raus, dass sie wahrscheinlich die eigentliche Gefängnisbeobachterin hier ist. Eh nur so ein kleiner heimlicher Dingsbums. So. Hallo, Ifrith, der Ausfranser. Grüß dich. Sterblicher Schwächling. Ich weiß nicht, wie ihr meine Illusionen überwunden habt. Aber es wird euch sowieso nichts nützen. Das sind doch mal wieder wunderschöne Endboss-Sätze. Oh, ihr habt das und das gemacht. Das hat mich total überrascht. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt möglich war. Aber das nützt ja sowieso nichts, weil, ja, genau. Gut gemacht, kleine Sterbliche. Ihr habt Ifrith getötet und ich musste nicht einmal einen Finger rühren. Toll. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, in welchen Schlamassel ihr euch als nächstes bringt. Toll. Wir werden uns wiedersehen. Jetzt komme ich jetzt hier noch irgendwie hoch. Ah, tatsächlich, ich komme hier noch hoch. Aha. Sollen jetzt die lustigen Stimmen weg? Habe ich jetzt... Wo ist denn der andere Hauptmann hin? Bei Malakats blutigem Streitkolben. Ich fühle mich viel besser. Die unerträgliche Wolke aus Angst und Verwirrung hat sich endlich gelüftet. Yay. Ich schätze, das habe ich euch zu verdanken. Ja, gut, Deb. Gut, das würdest du zumindest erklären, warum die Dremor Interesse hat. Aber prinzipiell kann man Dremor doch eigentlich gar nicht töten. Die stehen ja wieder auf. Aus ihrem komischen Plasma-Zeug. Genau wie alle anderen Leute ohne Seele. Ja, ich frisst tot. Das dachte ich mir. Gleich nachdem die Barriere zusammenbrach, haben wir angefangen, Leute durch das Portal zu schicken. Es gibt eine Stadt in der Nähe. Ach. Wir haben sie gesehen, bevor wir gefangen genommen wurden. Wir werden uns dort neu gruppieren. Ja, die Stadt kenne ich. Ich sollte auch verspielen. Genau. Ich sorge nur dafür, dass die Nachzügler zum Portal kommen. Übrigens habt ihr Skordo schwer beeindruckt, was keine leichte Sache ist. Ihr findet ihn auf der anderen Seite. Er möchte mit euch sprechen. Ja, gut. Sonst noch irgendwas, bevor ich losgehe? Schaut euch den Kristall an, den wir entdeckt haben. Aelram glaubt, er könnte eines der Lichter von Meridia sein, von denen uns die Magiergilde erzählt hat. Wenn das der Fall ist, könnte er für unsere Bemühungen hier von unschätzbarem Wert sein. Das müsste jetzt das dritte oder vierte sein, oder? Was ich eingesammelt habe? So, was ist denn jetzt hier eigentlich alle... Achso, das ist wahrscheinlich da oben, oder? Ja. Dum, dum, dum. Was ist das da hinten eigentlich für ein lustiges... Achso, da kam ich ja her aus dem Bauwerk. War hier nicht noch irgendwo eins? Das ist eigentlich ein schöner, in sich geschlossener, cool, das Ding hier. Ja, hat Aira noch was zu sagen? Ihr habt euren Kopf behalten und euch gut geschlagen, meine Freundin. Die Kriegergilde schuldet euch etwas. Bevor ihr geht, solltet ihr den Kristall dort drüben nehmen. Ich bin kein Gelehrter, aber ich wette, es ist das Licht von Meridia. Deshalb behielt Ifrith es wahrscheinlich hinter der Barriere. Naja, es ist nicht unbedingt das Licht von Meridia, es ist ein Licht von Meridia. Also davon gibt es mehrere. Aber gibt trotzdem mal ja hier. Das, na doch, steht. Zack. Nutzt das Portal. Warum sind Portale eigentlich immer so eine. Also eigentlich stelle ich mir Portale mal als zweidimensionale Risse im dreidimensionalen Raum vor, aber eigentlich müssten Portale logischerweise auch dreidimensional sein. Es geht noch mit Skordo reden. Wie viele Leute kann ich denn hier noch labern? Hallo, Skordo. Ja, ihr habt uns geholfen, von diesem furchtbaren Ort zu verschwinden. Das werde ich nicht vergessen. Toll. Ja, aber ein T-Shirt kann er sich scheinbar immer noch nicht leisten. Ja, ich bin froh, dass... Ja, genau, das da. Ihr hättet euch auch nur um eure eigenen Angelegenheiten kümmern und uns unserem Schicksal überlassen können. Doch das habt ihr nicht. Ich schulde euch etwas. Wenn die merkwürdige Stadt dort drüben eine Taverne hat, geht die erste Runde auf mich. Und danke. Ich finde, hier haben wir wieder eine Limitierung der deutschen Sprache. Merkwürdige Stadt. Ja, das ist so merkwürdig. Ist die Stadt. Ihr seid frei. Bei Ifrith. Oh? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, euch zu sehen. Wie ihr? Wenn ihr auch nur ein bisschen Hirn hättet, würdet ihr rennen und euch verstecken. Es tut mir aufrichtig leid, Skordo. Ich wollte nicht so viel Ärger verursachen. Ihr habt eine dädrische Armee direkt zu uns geführt. Ihr seid eine ignorante, hirnverbrannte Schande von einem Waldelfen. So etwas passiert mir nie wieder. Ich schwöre es. Danke nochmal für eure Hilfe. Ja, kein Entschuldigt Ding. Entschuldigt mich bitte. Das Hinterteil dieses nichtsnutzigen Waldelfs wird jetzt Bekanntschaft mit meinem riesigen Stiefel machen. Ja. Das Ding ist,
Die Stadt an sich ist eigentlich, finde ich, gar nicht so merkwürdig, außer dass es so die einzige Stadt ist, die ich weit und breit kenne, die eine riesengroße Stadtmauer ringsherum hat, neben der Kaiserstadt. Aber die ist eigentlich nur aufgrund ihres Ortes merkwürdig, aber an sich ist die Stadt eigentlich ziemlich gewöhnlich, sag mal. Finde ich eigentlich die Musikantin... Ja, gut, schöne Map. Könnte ich die Musikanten... Achso, die ist in der Taverne, die Musikantin. Ah. Warum kratzt sich das Wehrhündchen das Fell? Das ist doch gar nicht Vollmond, das ist ja lichter Tag. Da sollte sowas gar nicht passieren. Oder wenn ich in der Taverne bin, könnte ich direkt mal mein Inventar leer kaufen. Genau. Grüße. Wie viel Gold habe ich ja nicht schon wieder? 27.000. Ach stimmt ja, ich habe ja neulich erst ein bisschen Gold umgesetzt in Taschenerweiterungen. Das war gar nicht wenig, glaube ich. Locken sich hier schwer alle Leute ein. Das Chatlog nicht komplett deaktivieren kann. Das stoppt mich übrigens ganz dolle. Dass ich das nicht. Oh, guck mal, Holz. Dass ich das nicht komplett ausblenden kann. Und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal, bevor ich was mache, gehe ich jetzt mal kurz nochmal zurück nach Tamriel. Und saug mal schnell ein paar NPCs auf, weil das nervt mich echt, dass ich die ganze Zeit mit Vampirismus 4 rumrenne. Das ist irgendwie ganz schön hardcore, dass ich mich so langsam eile. Das möchte ich gar nicht. Das ist mir ziemlich egal, dass meine Vampirfähigkeiten 21% weniger Mana kosten. Aber die mehr Anfälligkeiten, alles, das ist ja schon ein bisschen nervig, oder? So, die ist ja klein. Hallo, Musikantin Idria. Habt ihr meine Laute gefunden? Ohne sie fühle ich mich fast nackt. Ja, habe ich geborgen. Hab, 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 hab. Ihr habt sie gefunden? Wie wunderbar. Ich habe meine Laute verlas so sehr vermisst. Die hat einen Namen? Oh, vielen Dank. Ich bin so glücklich. Ich glaube, ich möchte jetzt gern ein Lied spielen. Oh, Fella, lasst uns gemeinsam schöne Musik machen. In der Lernstadt laufen noch NPCs rum, aber die kann ich nicht aussaugen. Ich brauch doch... Ich bin so froh, dass ich einfach nur singen könnte. Wie zolle bist du in der Grotte? Genau das da. Als unsere Stadt in Kalthafen landete, wurden wir alle über die Gegend verstreut. Ich suchte Unterschlupf in einer Höhle. Ein großer Fehler. Die Dremora dort drin feierten irgendein krankes Fest. Sie zwangen mich zu spielen und zu spielen und zu spielen. Warte mal. Das ist also einer der ursprünglichen Bewohner der Stadt. Das ist doch schon ein paar tausend Jahre her, oder nicht? Also du konntest entkommen, offensichtlicherweise. Nach mehr Jahren, als ich mir ins Gedächtnis rufen möchte. Sie gewährten mir alle paar Tage kurze Ruhepausen. Doch dafür nahmen sie mir meine Laute weg, damit ich nicht davonlief. Schließlich ertrug ich das alles einfach nicht mehr. Ich habe die arme Fella zurückgelassen und bin hierher zurückgekommen. Ah ja. Nee, aber ich brauch doch neutrale NPCs Grüße. Zum Aussaugen, oder nicht? Oder kann ich hier einfach beliebige NPCs aussaugen? Wenn ihr etwas zu essen wollt, dann... Ja. Ich brauch doch zwingend feindliche NPCs zum Aussaugen, oder nicht? Musikantin Idria, glaube ich, diese leichte Schulterrüstung, weil ihre Flöte Fla aus der Grotte... Ach, das war eine Flöte? Ich dachte, eine Laute. Na gut, das ist das hier. Teilset des Sturmritt, das ist ja das Schrott. Dedra-Fetzen können weg. Was habe ich noch, was habe ich verkaufen können? Wie die Dietrich und nicht alle werden. Ich habe einmal 50 Stück gekauft und seitdem habe ich die halt einfach. Die werden nicht alle. Dass ich nicht schon wieder alles hier mitgenommen habe. Das ist Galerions Ersatzstab. Ist der besser als mein aktueller? Nö. Nö. Ja, das ist Ebenenverschmelzung, bla, das Ding kann auch mal weg. Ich weiß, das Zeug, ich ja schon wieder eingesteckt habe. Hickory-Schild, Histrin ist auch deutlich schlechter. Klingen der schwarzen Schmiede, schlechter. Mondstein, Mann, das ist ganz... Score des Standfestigkeit, Score des Messer gehört durch dieses Schild für die Freilassung der Gefangenen, mittlerweile blablabla, wissen wir schon. So, die ganzen Glyphen müsste ich eigentlich mal auseinanderbasteln, theoretisch. Und die Björmaspäne, brabte Birke, unvergängliche Abhandlung. Na gut. 400 Gold für die Reparatur. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Guck mal, da ist er doch. Die Laute. Schwebt hier in der Luft. Schön. Mögen die Monde euch für das preisen, was ihr in Wer seid ihr denn? Silana die Wilde? Willkommen in der leeren Stadt, Unerschrockene. Ich bin sicher, ihr habt herausgefunden, dass es hier viel gibt, an dem ihr euch messen könnt. Wie Kalthafen selbst. Warum rennen denn hier eigentlich Geister rum? Das ist. Ich dachte eigentlich, das ist. Ach, egal. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich ein gewöhnlicher Geist bin, aber ich bin so tot wie ein Baum in Apokrypha. Doch man muss nicht am Leben sein, um eine Unerschrockene zu sein. Insbesondere in Kalthafen. Ich habe gesehen, dass die Dädra die Toten ebenso leicht foltern und häuten können wie die Lebenden. Ja, irgendwie, ja, genau, wenn du nochmal stirbst, was passiert denn? Ich weiß es nicht. Kein Dädra hat es je geschafft, mir mein zweites Leben zu nehmen. Ah ja, hier rennen also die unerschrockenen Geister rum. Sabber, die Knochenbrecherin? Für eine Unerschrockene gibt es in Kalthafen viel zu sehen und zu tun, meine Freundin. Solange ihr euch gern kopfüber in Gefahr begebt. Hier gibt es Kreaturen, die sogar die Toten töten können.
Lasst mich wissen, wenn ihr ein paar andere Waffen und Rüstungen kaufen wollt. Ihr werdet sie brauchen. Wer zur Hölle bist du? Ich heiße Sabah. Sabah, die Knochenbrecherin. Freut mich, jemand anderes von den Unerschrockenen zu sehen. Noch dazu jemanden, der am Leben ist. Ich bin froh, dass meine Sippschaft noch immer neue Mitglieder anwirbt. Alter, wie lange stehen die hier schon rum? Was zur Hölle machst du hier? Es gibt nicht viel, was ich tun kann. Ich kann diese Ebene nicht verlassen. Und weil ich tot bin, kann ich nicht nach Tamriel zurückkehren. Wenigstens gibt es hier Daedra, mit denen man die Klingen kreuzen kann. Das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man als Magier, Nekromant, Wissenschaftler stirbt, dann könnte man sich zumindest in so einer Situation, dadurch, dass man die unendlich viel Zeit hat, Gedanken darüber machen, wie man einen Körper erschafft, einen künstlichen, das am besten noch ein paar Testläufe starten, dann einfach so zurückmanifestiert, indem man einfach Geist in Körper versetzt. Zack, schon ist man wieder am Leben. Dauert halt nur ein paar tausend Jahre, wie bist du hierher gekommen? Mich schert diese Geschichte nicht besonders. Frag Tubidan, wenn es sein muss. Ja, würde ich gerne, weil das interessiert mich. Hallo, Tubidan in Schwarzseher. Dieser hofft, dass die leere Stadt euch bei guter Gesundheit findet, Unerschrockene. Meridias eigensinnige Gemeinde ist vieles, aber sie ist nie langweilig, besonders für die Unerschrockenen. Wer zur Hölle bist du? Dieser heißt Tubidan, der wagemutigste aller Unerschrockenen. Die Mähne von Meridias verschwundener Stadt, so nennt man ihn. Das muss eine Ehre für euch sein. Nun, wie wäre es? Eine Ehre. Ja, ich würde aber viel lieber wissen, wie zur Hölle die hier kommt. Ja, was, wie, was? Möchtet ihr diesem Khajiit einen ausgeben? Ja, ich sag, ich würde gerne seine Story hören und würde bezahlen jetzt einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ja, hier. Ja, von mir aus. 69 Gold sind jetzt auch nicht so der... Eure Großzügigkeit ist fünfkrallig, meine Freundin. Fünfkrallig? Alle herhören. Diese hat jenem ein Getränk ausgegeben. Aber du bist ein Geist, verdammt. Das schreit nach einem Lied. Ach, ihr habt um ein Getränk gebeten? Tubidan, ihr seid tot. Was für eine Geldverschwendung. Ihr seid ein Schwachkopf, Tubidan. Ruhe, ihr beiden. Diese hat Khajiit ein Getränk ausgegeben. Ihr werdet jetzt also singen? Nein. Oha. Khajiit ist der Unerschrockenste hier. Ihr werdet singen. Was? Was? Nein. Ihr werdet singen, Sabah. Spielt in den Kammern des Wahnsinns, Tubidan. Alle bleiben in dieser Taverne, bis ihr singt. Also singt, Narren. Mhm. Wer kennt keine Angst vor Bestie oder Klinge? Unerschrockene, Unerschrockene. Ja, ja. Wer kennt keine Angst vor dädrischen Ebenen? Sagt es mir! Sagt mir wer! Wir sind Unerschrockene! Wer kennt keine Angst vom Tod, vom Alter? Lauter! Bei den hellen Monden! Lauter! Unerschrockene! Wir sind Unerschrockene! Die singen ja toll. So ist es richtig! Jemand steche ein Schwert durch mein Gesicht. Es würde euch nicht töten. Ja. Gut. Und jetzt? Was hat das jetzt gebracht, das ganze Gesangsding? Ich freue mich über das Getränk. Damit kann man in den Tiefen eines Verlieses die Ängste unter Kontrolle halten. Dieser glaubt, dass man nie wirklich lebendig ist, bis man in eine Falle stolpert. Oder sich mit einem Daedra misst. Ja, aber trotzdem. Also geht. Fühlt euch lebendig. Ich will Infos. Wie zur Hölle bist du hier gelandet? Dieser und seine unerschrockenen Freunde waren zu Lebzeiten alles andere als faul. Immerzu sind wir durch uralte Kerker gestreift, haben die Heimstätten verrückter Magier überfallen oder sind aus den Särgen von Nekromanten gehüpft, um sie erst ordentlich zu erschrecken, bevor wir ihnen den Kopf abschlugen. Das waren aufregende Zeiten. Und was zur Hölle hat euch daran gehindert, einfach normal wegzusterben, wie man das normalerweise macht? Lange Geschichte. Dieser Khajiit und seine Unerschrockenen haben im Zuge ihrer Laufbahn so manche Tür eingetreten. Hinter eingetretenen Türen findet man oft große Schätze oder vergessene Orte. Doch manchmal entdeckt man dahinter auch nur einen wütenden Zaubermeister, der einem die Seele raubt und sie wegsperrt.
Ja, und das heißt also? Ja, vor Jahrhunderten, glaube ich, ich kann mich kaum erinnern. Er hat uns die Seelen entzogen und sie in einen Apparat gesteckt. Apparat. Er muss kaputt gegangen sein, weil eines Tages dieser und seine Unerschrockenen wieder frei waren. Der Zaubermeister, schon lange tot. Und diese Stadt hat sich weit von dort entfernt, wo sie einst war. Oh, das heißt, es ist länger her als nur ein paar Jahrhunderte, sondern eher ein paar tausend Jahre. Also, die brechen irgendwo ein, hauen Zaubermeister um, Zaubermeister lässt sich nicht umhauen, fängt die in Maschine, Stadt wandert nach Kalthafen und ach hey, wie können die, ja, das ist relativ klar. Meine Freundin, allein schon, dass ihr über die bröckelnde Erde Kalthafens wandelt, ist Beweis genug für euren Mut. Das ist ja schön. Und wer hier tatsächlich überlebt, der legt damit Zeugnis von seiner Stärke ab. Obwohl, ich schätze, es gibt einen Ort, der noch bedrohlicher und schrecklicher ist als die anderen. Abgesehen vom Thron der Grobheit selbst. Ja? Die Daedra nennen ihn die Kammern des Wahnsinns. Er ist die Heimat eines Halbgotts, den sogenannten verrückten Architekten. Dieser glaubt, er ist daedrisch, wohingegen andere ihn für einen einfachen Sterblichen halten. Wenn auch mit furchteinflößenden, magischen Fähigkeiten. Lange schon träumte dieser vom Plündern seiner Schatzkammern. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Mission, die wir eigentlich machen wollen. Das klingt... Verrückter Architekt klingt irgendwie so, als wäre da eventuell interessantes Leveldesign zu sehen. Ja, wo ist er oder wer? Er baut Dinge für die daedrischen Fürsten. Burgen mit schwarzen Zinnen. Langweilig. Blutende Türme aus Fleisch. Hey, die kenne ich. Gebäude, die ebenso grotesk wie Instrumente der Folter sind. Und die Kammern sind seine widerwärtigste Schöpfung. Sie sind eine wahre Prüfung für jeden Unerschrockenen. Ja, dann, wo finden wir die? Ach, die wurde mir wahrscheinlich gerade auf die Karte eingezeichnet, oder? Betritt die Kapelle des Lichts, bla bla bla, kleine Rune. Mit wie vielen Leuten kann ich eigentlich noch reden? Haben die alle kleine Aufträge für mich? Wohlan, meine Freunde. Bla bla bla, okay, du bist nicht wichtig. Wer bist du, der Igefolk? Ich mag Med immer noch. Aha. Das hat keinen echten... Okay, bla bla. Gut, ich rede jetzt aber nicht mal stundenlang mit irgendwelchen Leuten. So, ich guck mal kurz auf der Karte, ob ich jetzt hier irgendwo noch einen Punkt habe. Ach so, jetzt habe ich hier einen Gruppenverlies. Ja, das ist natürlich schade. Ja, kann man das Wahnsinn, klingt interessant, aber Gruppenverlies ist gerade schwierig. Na gut, dann machen wir halt irgendwas anderes, dann geben wir halt nach. Zum Forsaken Village könnte ich noch. Ich könnte noch den Abgrund. Ja, ich gehe erstmal zum Forsaken Village, glaube ich. Das liegt am nächsten dran, ne? Oder mal, nee, erstmal gehe ich am besten zum abscheulichen Laboratorium. Einfach, weil das komplett in die andere Richtung liegt. Und wenn ich das habe, dann habe ich alles andere, was in der Richtung auch liegt, mit abgefrühstückt. Welches Tor muss ich dafür raus? Das obere, oder? Und ich könnte auch erstmal den Wegschrein des Abgrunds entdecken. Ah, halt, warte, Moment. Bevor ich irgendwelchen Quatsch mache, erstmal gehen wir zurück nach Tamriel und saugen Leute aus. Ich denke mal, das mache ich am besten. Ja, prinzipiell muss ich das ja nicht in der Aufnahme machen, weil das ist relativ langweilig, weil ich gehe jetzt einfach irgendwo ins Level 1 Gebiet, wo ich mich, wenn die Leute mich entdecken, nicht so lange mit denen rumschlagen muss. Wo sind denn viele Leute? Ich könnte... Ah, ich habe eine Idee, wo ich hingehe. Ich hoffe, die sind noch da. Und zwar in Auridon, da wo sie angelandet sind. Da müssten... Ich hoffe, die stehen noch da. Wenn die nämlich noch da sind, dann sind da Level 3 NPCs, die ich locker flockig mit einem Schlag umhauen kann. Und die ich auch vor allen Dingen auch super aussaugen. Nein. Verdammt, das ist kein ATP. Ein All-Terrain-Pony. Pony. Warum ist das kein ATP? Ich möchte wieder ein ATP haben, wie in Skyrim. Das war super. Reiß doch einfach zum Wegschreiben beim Labiator. Aber den habe ich noch gar nicht entdeckt. Glaube ich. Hallo? Muss ich jetzt ernsthaft noch absteigen, um das Ding zu benutzen? Siehst du? Oh. Ich hab den Scheiß. Na gut, ich hab den Wegschreiben bei meinem Krug. Ja, du hast recht. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal geht's zurück nach Auridon. Und zwar nach... Wo war das denn der nächstbeste Weg? Guck mal, da hab ich gerade noch einen Skyshard. Galerion der Mystiker? Könnte ich mir wahrscheinlich noch was über Galerion durchlesen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte nämlich eigentlich nach Quendulun. Genau. Komme ich da irgendwie halbwegs zeitnah hin? Ja, gehen wir halt zum Wegschreiben von Quendulun und gucken, ob die Leute noch da sind. Ich hoffe. Am besten wären irgendwelche Piraten. Die werden nämlich mal dauerhaft da. Na gut, wie muss es sein. Das alles mache ich jetzt mal im Livestream, wo wir uns gleich sehen. Das mache ich aber ein bisschen offscreen, weil es ja eher langweilig, weil ich jetzt einfach 10 neue NPCs anklicken, bis ich irgendwie genug Blut habe und dann haue ich wieder ab. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, erst online. Bis dahin, immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.